Hin und wieder wollen wir vielleicht Sachen nicht nur in einem Plot darstellen, sondern in zwei Plots. Unterschiedliche Plottypen. Zum Beispiel haben wir Daten, die wollen wir dann in einem Scatterplot darstellen. Und dann wollen wir vielleicht noch ein Modell hinzufügen. Dafür braucht man einen Parameterplot. Und die beiden wollen wir dann in einem Plot darstellen. Das wäre eine Kombination von Plots. Und ich will mal ein Beispiel machen, um das etwas zu illustrieren. Also ich habe hier ein paar Daten vorbereitet. Und ich lasse sie mal als Tabelle darstellen, um das etwas besser zu sehen. Und diese Daten sind zwei Datenspalten. Das heißt, diese Datenspalten kann man gegeneinander plotten. Und zwar ist einmal Magnesium und einmal Silizium. Also plotten wir hier Magnesium gegen Silizium und bekommen dann einen XY-Scatterplot. Das machen wir mit ListPlot. Und so sieht dann dieser Plot hier aus. Jetzt sollte er ein klein bisschen schöner und übersichtlicher sein. Zunächst fehlen mal ein paar Daten. Die werden manchmal intern welche möglicherweise abgeschnitten, um den Plot übersichtlicher zu halten. Das soll hier aber nicht der Fall sein, sondern hier soll alles dargestellt werden. Und das mache ich mit diesem Befehl plotRangeFull. Und dann kann man sehen, die hier wurden gerade nicht mehr angezeigt. Außerdem soll es noch ein bisschen übersichtlicher sein. Deshalb mache ich da einen Rahmen drumherum. Dann soll der Rahmen noch ein bisschen vom Style her anders sein. Es soll einmal schwarz sein und die Schriftgröße soll 16 sein. Dafür sollte der gesamte Plot etwas größer sein und dann brauchen wir noch eine Beschriftung. Und zwar haben wir auf der X-Achse das Silizium in Gewichtsprozent und auf der Y-Achse das Magnesium in Gewichtsprozent. Und wenn wir es dann anschauen, sieht das Ganze schon sehr viel besser aus. Und im Grunde genommen sind wir fertig mit der ersten Darstellung, dem ersten Plot, dem XY-Plot. Jetzt wollen wir aber hier noch eine fraktionierte Kristallisation mit einzeichnen. Die soll von hier oben dann je nach Mineral, das wir auswählen, anzeigen, wie sich hier drin etwas, eine Schmelze beispielsweise, entwickeln kann. Dazu habe ich mal einen Befehl vorbereitet, auf den wir jetzt nicht eingehen. Der heißt fragChrist. Und hier haben wir als erstes F, was der Anteil des entzogenen Minerals ist, also sind 10% Forsterit entzogen zum Beispiel. Dann die Startzusammensetzung, nehmen wir mal Magnesium mit einer Startzusammensetzung von, sagen wir mal, 24 Gewichtsprozent, dann sollte man noch angeben, dass es sich um Magnesium handelt. Und dann hatte ich hier oben so ein paar Minerale vorbereitet, deren Namen ich brauche, nicht, dass ich mich da verschreibe, habe ich das da reinkopiert. Und die füge ich hier an, dann mache ich das und dann muss für F natürlich was angegeben werden, zum Beispiel 10% Entzug und dann ist das das Magnesium, das hier übrig ist. Jetzt kann ich das Ganze auch plotten und mache wieder das F rein und plotte dann der Parameter F zwischen 0 und 1. Und so sieht das Ganze dann für Magnesium aus. Und das Magnesium, irgendwann ist es nicht mehr vorhanden in der Schmelze, bei vielleicht so 65% oder so, deshalb mache ich mal für F nicht 1, sondern schreibe mal 0,6 hin zum Beispiel. Da ist noch ein bisschen was davon übrig. Und jetzt möchte ich nicht nur Magnesium fraktionieren, denn im oberen Plot habe ich ja Magnesium und Silizium, sondern auch Silizium. Da mache ich hier also eine Liste mit zwei Funktionen. Einmal die erste fraktionierte Kristallisation, dann noch die zweite. Silizium fängt vielleicht bei 21 an. Und das ist Silizium, was hier entzogen wird. Und jetzt habe ich auch noch Silizium und das nimmt leicht zu, wie es ja auch sein sollte. Jetzt möchte ich aber das hier reinplotten. Das geht so ja nicht, weil ich habe hier auf der X-Achse einen Parameter, den Parameter F. Und auf der Y-Achse habe ich einmal Silizium dargestellt und einmal Magnesium dargestellt. Jetzt möchte ich also nur, dass nur der Wert hier, der Magnesiumwert, gegen den Siliziumwert geplottet wird. Und das geht, indem ich ein Parametric-Plot daraus mache. Und das dann ausführen, das sieht das Ganze so aus. Und das ist schon mal prima. Und ich könnte hier hinten noch statt Forsterit und Endsat hinschreiben oder sonst irgendwas. Jetzt will ich es aber erstmal noch gemeinsam darstellen. Und um das zu machen, kopiere ich diesen Plot hier nach oben, schließe den an den anderen Plot an und mache einen Show-Befehl drumherum. Und dann wird beides gemeinsam in einem Plot dargestellt. Und das sieht es hier in dem Fall wie folgt aus. Und das ist schon das, wie ich das ungefähr dargestellt haben möchte. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob das eventuell falsch rum ist.
Ja, das war falsch rum. Es muss so rum dargestellt werden. Zuerst kommt X. Natürlich Silizium ist X, Magnesium ist Y. Und dann sieht es auch schon so aus, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Und ich habe das gleiche mal hier vorbereitet. Schon ein bisschen schicker. Und hier ist dann wieder dieser Entzug nochmal dargestellt. Und dann kann ich den hier unten einstellen. Und bekomme auch dargestellt, bei wie viel Mineral, in dem Fall Forsterit, entzogen ist. Und habe hier dann mein Modell. Oder ich kann auch hier vorne Enzatit auswählen und kann dann schauen, was passiert, wenn Enzatit entzogen wird oder wenn Albit entzogen wird und so weiter. Also auf diese Art und Weise können wir Plots kombinieren, beziehungsweise dafür brauchen wir die Kombination von Plots und ist die wichtig.